Breviat und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 mit mir, dem Agrafen LP. ja, ein treuer Zuschauer und ein guter YouTube-Kollege hat mir den Kommentar gegeben, dass es nicht Stoppretieren heißt, sondern Breviat. Ich versuche das jetzt einfach mal so zu Herzen zu nehmen, wie mir es gesagt wurde. Deswegen sage ich das in Zukunft so. Stoppretieren stand zwar auf Google-Übersetzer und hat mir auch meine Eltern gesagt, dass das so heißt, aber ich versuche das jetzt mal so auszusprechen, wie mir es gesagt wurde. Mein Schulkollege sagte auch, das heißt Breviat. Also beherzigt das jetzt am besten mal so. Genau, hier geht's weiter mit Ladewagen fahren. Das ist eine ziemlich geile Beschäftigung. Leider ohne Joystick. Ja, ich habe ihn wieder vergessen anzustecken. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Weil ich liebend gerne mit Joystick arbeite. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich ihn heute vergessen habe anzuschließen. Mit Tasten. Dafür habe ich das nur mit Tasten gemacht. Aber jetzt habe ich mich mittlerweile an meine Tastenkombination auf dem Joystick angewöhnt. Und deswegen ist es ungewohnt. So. Ja, ganz langsam im Laufgang. Ladewagen fahren. Spaden einsammeln. Ladewagen ist gut ausgelastet. Hat nicht allzu viel zu tun. Eher so zum Ende hin. Level haben wir noch keins. Brauchen wir auch noch nicht. So. Dann immer die zweite Schwad. Das ist besser für die Lenkung und so. Ja, hier könnte man schon mal einen Sensor legen. Das passt. Noch ein Gang höher, wird enger, doch geht aber hoch. Der läuft da ziemlich am Ende. Ah, hat er was übrig gelassen. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ja. Jetzt wäre er fast verstopft gewesen. Ja, jetzt arbeiten wir schon am Rand vom Mengele. Das ist fast die oberste Grenze bei dem hier auf dem Feld. Bei der Schwadmenge. Und da ist es passiert. Da hat er dann zu viel gekriegt, jedoch. Geht aber direkt weiter. Ach Mann. Hab dich jetzt nicht so hier. Müssen wir arbeiten. Jetzt wird eine schwierige Stelle hier. Da hat er extrem viel aufzunehmen an Stroh. Jetzt geht's ab. Ach ja, tue ich mal lieber ein paar Kilometer runter draußen, weil jetzt wird's enger. Jetzt hat er 3 Spuren aufzunehmen. Noch ein Stückel höher von der Schwad her. Und trotzdem die Trauermenge, da geht er mir nicht mit, da kotzt er, der Ladewagen. Da kotzt er, mein Ladewagen. Aber so geht's. So, jetzt nehmen wir hier noch die Schwad.
Nee. Doch. Zwei äußeren und dann geht's wieder ganz normal nach vorne. Dann da leider war ich auf der Hälfte von der Strecke voll. War da aber. So. Und dann diesmal los in Richtung Verkaufsstelle. Die ist ja nicht weit weg. Hat man mal nochmal eine schöne Unterstellhalle für größere Fahrzeuge, beispielsweise Torum. Könnte man auch nutzen. Halt. So. Nehmen wir entladen bitte. Drasche wird 100%ig voll sein, hab ich doch gesagt. Oh. Ich dachte jetzt schon, wieso haben wir nur einen Anhänger dran? Da war ich jetzt ein bisschen perplex. So. Ja. Haben wir. Wunderbar, jetzt geht's ja weiter. Der Rote, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber Stefan Maurus ist da schon genial, der Typ, der kann es halt. So. Ah, das raucht ganz schön hier. Wir trotzdem hat zudem die Geschwindigkeit. Wird hier bei so einer Einzelsport. Oh! Ich würde schon sagen, bei so einer Einzelsport. Stundenkilometer reichen aus. So. Perfekt, wie das hier flüssig geht. Schöner Ladewagen auf jeden Fall. Nein! Jetzt habe ich nicht auf der Entlastung geguckt. Na. So. Und dann gehen wir hier in die Sport rein. Und immer so weiter. Das wird aber ziemlich langweiliger Part, denke ich mal, für euch. Also für mich ist es spannend, ich liebe den Part. Ladewagen fahren, das geht immer. Ladewagen fahren, das geht immer. Drescher, der arbeitet auch wunderbar.
hier ist aber auch bald fertig. Da könnten wir auch eigentlich schon den Helfer ansetzen. Der uns gruppern tut. Da habe ich derzeit keinen leistungsstarken Traktor da. Höchstens der Crystal. Ah, da hängt vor der Anhänger und der Mario schafft zwei Anhänger, glaube ich nicht. Da müssten wir uns mal einen neuen Trecker kaufen. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Investition sein. Großer Trecker. Ja, auf den letzten paar Meter verstopft das sicher. Also da hätte ich so gedacht, ein 150er Forterra. Also ein Standardspiel aus dem Gold-Add-on. Da ist da recht gut, aber vorher kaufen wir uns noch Tiere. Tiere. Die Ausrüstung haben wir brauchen nur noch die passenden Tiere dazu. Und wenn wir dann den wenn wir dann den Forterra haben, dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Hehwerke machen. Da dürfte die ja auch schaffen. Theoretisch wird das auch schon in Proxima tun, zum Proxima Power. Aber wir wollen ja auch irgendwann mal größer werden. Und da lohnt sich halt so ein Futterer besser. Irgendwann kaufen wir eh mal alle Traktoren, also von daher. Ist es eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Müssten wir halt mal gucken. Mal gucken, wie viel Geld wir noch haben. Oder bekommen. Vorerst müssen wir eh noch ganz viel Gras ranholen. Dass wir uns Schafe leisten können. Dass die auch ordentlich was fressen. Das ist klar. Aber wir müssen erstmal gucken, wie viel Schafe wir uns holen. Das ist ja auch eine Geldfrage. Wie viel Geld wir haben, ich weiß gar nicht, was so ein Schaf kostet. Ich glaube 500 Euro oder so. Kann man mal nachschauen. Ich schaffe 300 sogar. 300. Das ist nicht schlecht. Können wir uns drei Schafe für schlappe 900 Euro kaufen. Das ist preisgünstig, ja. Das wäre zu überlegen. Aber erstmal müssen wir erstmal ein bisschen Gras ranschulen. Egal wie. Das wollen wir dann hier direkt danach machen. Wenn wir das ganze Stroh aufgesammelt haben, kann der Helfer in Ruhe grubbern und wir fahren ein bisschen Gras mähen. Theoretisch könnte man es auch gleich so machen, dass wenn wir nicht so große Flächen haben, dass wir vorne ein Mähwerk ranpappen. Aber es sind schon einige Flächen, würde ich sagen. Ach komm, Leute, jetzt mal. Ich würde auch sagen, zum Anfang reichen zwei Anhängerladungen mit Gras. Das sind immerhin über 30.000 Liter, die wir dort reinpulvern. So. Ich würde jetzt ganz gerne hier noch das Feld zu Ende machen. Geschwindigkeit drosseln natürlich. Jetzt sehen wir uns dann im nächsten Part wieder drüben auf dem Feld. Während dann der Crystal hier anfängt mit Grubbern, werden wir drüben das Feld entstrohen. Vom Stroh befreien. Na komm, nimm das eine Teil hier noch auf. Sehr schön.
sagen. Wunderbar. Dann sind wir auch bald fertig. Theoretisch kann man den Anhänger ja auch fürs Häckseln benutzen. Aber praktisch natürlich auch, indem man oben die Strecke abmacht. Das geht mit O, wenn er leer ist. Mit der Taste O. Wenn er leer ist. Ist auch ziemlich geil. Schauen wir uns auch noch alles an. Aber erstmal werden wir unsere Schafe füttern. Aber dann erst zum nächsten Mal. Also abonnieren, liken und Feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen bitte in den Kommentarbereich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also Leute, macht's gut und tschüss. Euer Graf NLP.